So, now I would suggest we apply the pick guard Er fliegt da unten. mitsamt der vorverdrahtete Elektrik. Aber wir müssen die Elektrik doch noch irgendwo anlöten, We oder? must, Ja, das steht hier. first of all, we must Sorge tragen, Ich lese vor. Set. that Hinweis zu Lötarbeiten. Verwenden Sie am besten einen hochwertigen Elektroniklötkolben sowie Elektroniklötzinn. Fachhandel. Ziehen Sie über Lötverbindungen, Kabel zu Kabel, Schrumpfköpfe. Schlumpfschläuche. Ziehen Sie über Lötverbindungen. Ziehen Sie mal Ziehen los. Sie eben los. Sehen Sie 4000 Euro ein. Ziehen Sie über Lötverbindungen, Klammer, Kabel zu Kabel, Schrumpfschläuche über die Lötverbindung und erhitzen Sie diese vorsichtig mit einem Feuerzeug oder ähnlichem, das schreibt man groß, um die Verbindungen zu isolieren. Lies mal über die Erdung. Klammer, Überhitzung Überhitzung vermeiden. Ausrufezeichen, Klammer, Punkt. Hast du das jetzt verstanden, was die sagen wollen? Nein. Dann brauchst du ja auch nicht mehr lesen. Müssen wir jetzt mit dem Zeugs jetzt dadurch das Ich muss Löcher da hier? irgendwie hier noch rein, damit ich das an die Federkralle gelötet kriege. Ja, das geht. Zur Not muss ich halt die mittlere Feder nochmal rausmachen. Ich müsste bitte wissen, welches Kabel, ob eins der beiden schwarzen oder das gelbe Kabel für die Erdung ist. Schwarz natürlich. Es sind aber zwei schwarze. Ach so. Böse Pflicht. Schwarz oder gelb oder zwei schwarz? Vielleicht schauen wir dazu in den Schaltplan, von welchem zwei Stück beiliegen, falls einer kaputt geht. Herzlichen Dank. Sehr gerne. So. Sagt dir das irgendwas? Stelle fest, dass jemand, der von Elektrik gar keine Ahnung hat damit und möglicherweise auch noch nie gelötet hat, sich keine Verdienst Mausers ist. kaufen sollte, nicht? Nein, nein. Das ist auch Fummelskram. Ja. Kommt das doch schon raus? Nicht ganz. Ich könnte das kleine Zähnlein noch mal gebrauchen. So. Das Kabel, das da jetzt hinten rausguckt, ist für was? Für die Erdung. Das heißt, das geht an deinen Bauch und dann über dich in Jawohl. die Erde. So, möchtest du, Jenny, deinem Ruf als Lötkönigin gerecht werden? Jetzt meinem wird's Ruf als was? Also, aber entschuldige, liebe Jenny, das muss ich mit einer anderen Kamera festhalten. Ja. Mit ins Detail gefilmt. Sie haben die Wohnung abfackelt. Also ich kann das löten, aber Nein, dann das macht ist es nichts. nach 2 Wochen mal wieder ab. Oder ich verbrutzel so viel von dem Kabel und dann macht es doch wer anders. Wenn man das so ungefähr hier dran lötet, reicht dir das hier überhaupt, was da offen ist, oder müssen wir das weiter abisolieren?
Nee, das reicht. Also das muss da jetzt dran gelötet werden. So von außen da so. Ich wünsche uns und der Wohnung Glück. Mhm. Und viel Segen. Du kannst das bestimmt. Ist die vom Sascha oder habt ihr das gekauft? Wir haben die gekauft jetzt extra. Käuflich erwerbt. Weil der Shelby. Und ihr seid sicher, dass das Lötzinn ist, ne? Ja, aber der Sascha hat doch ganz viel. Aber du hast doch vom Sascha einen ganzen Dings. Das Einzige, was ich noch weiß, ist Ausatmen beim Löten. Ja, wegen Holophonium. Kabel vor Seerdung muss hier hingelötet werden. Es dampft, es dampft. Ja. So, lang. Mach jetzt erstmal hier so ein bisschen warm, hat der Sascha gesagt. Warm. Weil das ja Metall ist, leitet es sehr schön. Ja. Es ist leidensfähig. So. Und jetzt wird es spannend. Ja. Muss man das erhitzen? So geht das nicht. Jetzt habe ich es, glaube ich, zu kalt gestellt. Die Jenny lötet los. Du nicht. Du auch nicht. Ah. Soll ich dir das Kabel vielleicht mit dem Zähneli halten? Es ist aufregend. Oh, schön ist nicht, aber selten. Nee, es ist kalt. Ich leg dein Handy da. Mach mal nur die Lötspitze dran. Na? Nee, es ist nicht fest. Jenny. Ich sag noch, ich habe nur 5 in Löten. Ja, du, ich mach dir keinen Vorwurf, ich kann das auch nicht. Bei mir sehe das ähnlich aus. Willst du mal versuchen? Ich kann es mal probieren. Vielleicht was festhalten. Wenn genug Lot müsste, glaube ich, dran sein. Das glaube ich allerdings auch. Kriegt das auch nicht hin. Soll ich es mal probieren? Dann haben wir alle durch. Dann haben wir alle durchgefällt. Dann darfst du dann auch noch probieren und dann geben wir auf. Ist wieder lose. Ist wieder lose? Habe ich sie da abgemacht? Nee, ich weiß es nicht. Hast du? Tu mal testen. Das schaut bunt aus. Bunt. Und ist dran. Tata. Es hebt schon. Es ist eine ziemlich hässliche Lötstelle geworden. Ich möchte mich für die freie Lötstelle bewerben. Okay, was löten wir jetzt? Jetzt könnten wir dann quasi vorne löten die Buchse. Selbigs Büchsele. Wovon jetzt eins da dran und eins da dran muss. Was muss wo? Da müsste man hier mal schauen, ob das nicht eventuell sogar wurscht ist. Wir haben das jetzt hier so. Wie haben denn die das? Ah. So, ich glaube, dass die an das gegenüberliegende von der Fahne hier das Gelbe machen und an das hier das Schwarze. Bist du sicher? Naja, schau, das jetzt der Zunge hier gegenüber liegt, da ist das Gelbe dran. Mhm. Und an dem das quasi absteht, ist das Schwarze dran. Das ist halt jetzt hier andersrum. Ja. Aber das ist die Platte, wo das da dran ist und
Das hier geht an der Isolierung vorbei. Okay. Gut. Soll man das erstmal verzinnen und dann... Wir haben auch hier das nicht verzinnt, ne? Ja, aber das ist eh so kurz, wenn du das dann... Ja, aber macht man normalerweise doch. Normalerweise macht man das, ne? Da hast du richtig. So, möchtest du das vielleicht auch machen? Ich will dich rehabilitieren. Na! Ich weiß gar nicht, ach so, jetzt sieht man mich aber hier drauf. Egal. Ja, super. Ja. Und jetzt müssten wir, damit wir das nachher da auch reinbringen. Ja, ja, du machst ja einfach so ein bisschen hier, da, dieses und dann jenes. Oh, perfekt. Jenny. Wow. Du bist die Lötkönigin. 3 Lötpunkte gesetzt. Warte mal, also warte bis mal. Jetzt 2. Angst. Oh. Ah, das macht mir scharf. Ja, das war nichts. Pusten. Das hebt. Es ist doch dran. Ja? Ja. Abkühlen lassen. Okay. Ich würde mal sagen, also aus der Perspektive eines Ahnungslosen, ich bin beeindruckt. Sollen wir das gerade mal ausprobieren? Was? Dass wir hier mal einen Kabel applizieren. Jetzt kommt gleich der große Moment. Was muss ich machen, damit es ein Geräusch macht? So, ich brauche ohne nur einen Zweifel? Schraubenzieher. Wir haben doch noch gar keinen. Ah, einen Schrauben. Ah, das will ich machen. Das will ich machen. Was? Ja. Laut. Einfach nur drauf. Voll. Wow! Die Hand aus dem Off. Weiter drauf. Meine Runde. Ja! Yeah. Gut. Leute, das ist der Moment, wo ich mir jetzt ein Bier aufmache. Ja. Oh. Und ich das da ein? Und ich eine schrauben. Rauchen gehe, sollen wir mal Pause machen? Ne, ich schraube das so lang. Ah, okay. Boah, ich echt Kammerflimmern gehabt jetzt. Jetzt muss man halt nur schauen, dass man das möglichst auch ein bisschen wieder reinschubert. Ja. Damit wir uns das hier nicht frisch angelötet gleich wieder abdröseln. Ne? Ja. Deswegen lasse ich das gern abkühlen. Sieht schon richtig nach Gitarre aus. So. Also wenn jetzt unterwegs ein Keyboard draus geworden wäre, hätte ich mir auch echt Sorgen gemacht. Jetzt brauchen wir halt zwei gleiche Schrauben, die... Die? Ich weiß es nicht, welche dafür vorgesehen sind. Ne, die sind für die Dings hier, ne? Das ist für den Gurtpin, genau. Irgendwie mehr so in der Größe, hätte ich gedacht. Dann kann man doch auch nicht schaffen, so wie es da aussieht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es noch viel mehr Aufwand ist, so eine Gitarre zu bauen. Meinem Sascha sagen, sag mal, also das ist ja jetzt echt kein Geschäft. Der ganze andere Lötkram wäre, glaube ich, ziemlich aufwendig gewesen, ja. Wenn man das alles hätte selber löten müssen. Nur das Pickard Bier. Ja. Jenny, magst du auch was? Ja, bitte. Was mit Bums? Umdrehungen. Ja. Elefant oder Pelikan? Pelikan, bitte. So, wir machen jetzt kurz Pause und gleich geht's weiter mit Griffbrett einölen.